Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Lego Marvel Super Heroes. Wir haben letztes Mal den Abomination in den A getreten und machen jetzt weiter. Wir müssen zum Stark Tower, wie wir alle schon wissen. Leider kann der liebe Iron Man nicht mehr fliegen, weil er von seinem Anzug getrennt wurde. Von dem lieben Magneto. Diesem Scheißkerl. Aber egal, wir werden mit allen Mitteln versuchen, den Anzug wieder zurückzuerlangen. Aber als erstes müssen wir, glaube ich, zum Shield Nicht zum Shield Helicarrier, was wollen wir auch eigentlich? So, wie komme ich jetzt raus? Wie komme ich jetzt? Ich muss da irgendwo hin. Oder etwa nicht. So, wo ist denn der Stark Tower? Der ist da hinten irgendwo. Dann genießen wir mal die Bootsfahrt. Sorry. Kleinen Husten. Das ist ganz sehr blöden Husten. Der ist nicht mal klein, sondern heftig. Aber das ist ja auch scheißegal. Uns geht es hier nicht um Krankheiten, es geht hier ums LP. Ne? So. An der Wand haben wir etwas, was da hineinpassen könnte. Ja, okay. Ja, und ich. Ja, wir sind hier gerade im Stream dabei, aber mir kommt noch keiner zu, weil ich ihn ja um 1:50 Uhr nachts angekündigt habe. Deswegen mache ich auch ein paar Rennen oder so, ich weiß nicht. Aber er gehört euch jetzt bestimmt jetzt. Oh, wieso macht er ohne uns weiter? Wieso hat er nicht 1:50 Uhr nachts angefangen? Oh, scheiße. Ja, weiß ich auch nicht. Wenn ihr es verpasst habt, dann könnt ihr in meinen Let's Play in den Parts noch schauen, die ich schon gemacht habe. Also, ja, wo ich im Stream bin und noch keiner zuguckt, könnt ihr nachschauen, wie ich das Spiel weitergemacht habe und wie ich weit vorangekommen bin. Also, ja, egal. 1:50 Uhr nachts sollten eigentlich auch ein paar Zuschauer kommen, sonst bin ich enttäuscht. Aber nicht zu enttäuscht. Und dann, ja, okay. Was andere zu tun haben oder das andere schon schlafen, weiß ich ja, aber mich würde es schon freuen, wenn mir jemand zugucken würde. Das dauert mir zu lange. Her mit dem Auto. Alter. Könnt ihr nicht fahren? Boah, Alter. Komm her. So. Wir sind da. Wo ist er? Kann man die Tür irgendwie anders öffnen? Klar, wir müssen einfach nur ein bisschen erfinden. Ja, und da oben sehe ich auch schon einen Schildschalter, der für Captain America ist. Mein Lieblingscharakter übrigens in Lego Marvel Super Heroes. So, was ist denn hier los? Dann lassen wir mal den halbnackten Iron Man da arbeiten. Ja, das ist schon mal falsch. Nein, dahin. So, dann da und fertig. War doch nicht so schwer. Nur der Nachteil ist, Iron Man bzw. Tony Stark kann ohne seinen Anzug nicht so viel machen. Der Stark Tower prägt die Skyline von Manhattan als A. hochmoderne technologische Forschungseinrichtung oder B. als riesiges Denkmal für das Ego des Besitzers. Ansichtssache. Also den Tony Stark muss ich schon mal recht geben, sei... Ja. Habe ich euch schon mal von meiner Partyrüstung erzählt? Sieht aus wie ein Smoking. Für die etwas offizielleren Kämpfe. Schatz, ich bin zu Hause. Warum so ein unfreundlicher Empfang? Jarvis, ich bin's. Dein Boss. Alarm, Eindringling. Sicherheit aktiviert. Eindringlinge? Jarvis, Befehl für Sicherheitsdeaktivierung. Tango Oscar Sierra 3963. Wir müssen unseren Weg reinkämpfen. Jemand muss sich in mein System gehackt haben. Das ist doch eigentlich mein.
Achtung! Aber leider hat er auch einen. Na toll. Wenn Jarvis gehackt wurde, kann ich auch meinen Anzügen nicht mehr trauen. Aber leider hat. Okay. Sie sind alle mit dem Hauptrechner verbunden. Außer einem. Kann man diese Laser irgendwie ausschalten? Nein, nicht im Sperrmodus. Vielleicht kann ich aber Ihre Waffe unterbrechen. Brauche ich nur ein Interface-Terminal. Würde ich erstmal sagen, wir aktivieren den oder betätigen den Schildschalter. Der Tony Stark hat schon ein sehr gutes Sicherheitssystem. Also ich muss den schon mal. Beeindruckend. Also so ein Alarm, so ein Sicherheitssystem habe ich ja noch nie gesehen, aber ist ja auch nur ein Spiel und ja. Was bist du denn? Oder ist das. Das ist doch eine Nachbildung des Anzugs, oder? War nicht so eine gute. Egal. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Diese Dinger hier zerstören? Ja. Scheint eine schlechte Nachbildung des Anzugs zu sein. Also ist schon mal sehr dumm. Deswegen zerstören wir es auch. Weil es uns nicht gefällt. Jetzt können wir jetzt irgendwas bauen, oder? Nee. Sondern heißt das auch, wir zerstören mal diese Dinger hier. Und hoffen, dass es. Anscheinend können wir doch was bauen, indem wir alles hier zerstören. So. Ja, natürlich. Hab ich's doch gewusst. Aber die Stats einsammeln, die Stats einsammeln. Bevor sie verschwinden, wir wollen ja auch True Believer erreichen und nicht. Ja. Komm mal her, Herr Tony. So. Weg. Aus. Aus. So. Zwar nicht ganz ausgeschaltet, aber das ist ja. Das hat schon mal geklappt. Wenn wir es richtig timen, kommen wir daran vorbei. Hat doch eigentlich schon mal ganz gut geklappt. Aber. Ey. Ehrlich mal. Wie stark ist das Gebäude hier geschützt? Ich meine, guckt euch das mal an. Eine Strahlenkanone. Bist du jetzt völlig übergeschnappt oder? Egal. Leider. So, dann müssen wir das Ding jetzt hier irgendwie rüberfliegen lassen und da platzieren. Da sieht man auch schon ein Anzug. Was zum. Der Anzug neben den Dings ist aber viel besser als viel der besser. Hier. Ein bisschen altmodisch für meinen Geschmack, aber für den Zweck sollte es reichen. Der kann ja gar nicht mal richtig fliegen. Naja, egal, es ist ja auch eine altmodische. Ist ja auch ein altmodisches Modell von Iron Mans Anzug, aber. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. So. Naja, wenigstens. Hat er jetzt einen Anzug und ja, mit dem müssen wir vorankommen. So, was ist denn hier eigentlich? Hier ist schon mal was für den Tony Stark, also für Iron Man. So, bam. Danke für den, der mir letztes Mal zugeschaut hat. Hat mich sehr gefreut. Er ist heute auch wieder dabei. Wenn es einer meiner Abonnenten ist, dann würde ich ja schon mal sagen, danke, dass du mir jetzt zugeschaut hast. Ich hoffe, wir sehen uns heute in diesem Stream wieder.
Also, ja. Ja. Okay. Na, starten wir zu. Kriegen wir jetzt. Was ist denn hier los? So tauchen die auf einmal von unten auf. Ich meine, die kamen gerade aus dem Boden. Ist ja ganz komisch hier. Ach. Ja, was ist das denn? Das ist ja ganz komisch. Mann, fick mit dir. Crazy shit. Ein wenig unheimlich, aber hör auf mich zu stalken. Penner. So. Jarvis. Hör auf mir Angst zu machen. Aber egal. Ach, Alter, das ist doch nicht wahr. So. Da drücken wir mal wie verrückt den Quadratknopf. So. Dann hätten wir es auch. Nein, du sollst. Ach, vergiss es. Ist doch auch egal. Also. Junge, du sollst dein Schild benutzen. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Ja, was ist denn hier los? Das ist ja Hochsicherheitsgeschützt. Das ganze Gebäude hier. Das ist doch nicht wahr. Ach, das ist auch so eine Sache, diese Typen hier. Aber wie ich auch im letzten Part gesagt habe, es ist eben die Arbeit unserer Helden, gegen Typen zu kämpfen. Jedes Mal. Und jedes Mal die gleiche Scheiße durchzuziehen. Okay, ein Hologramm des Anzugs von Iron Man. Och, Alter, hör auf mich zu stalken, du Arsch. Ja, guckt euch an. Da oben ist er. Da oben ist er, der Stalker. Ne? Ach, hier komm. Leck mich doch. Hallo. Hallo Jarvis. Hahaha, kannst du es nicht sehen. So, jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Das kann nur Captain America, der kann ja nur den Doppelsprung. So. Oh, Alter. Guckt euch den Typen an, der ist doch einfach ein wenig. Alter, ist doch nicht wahr. Kannst du mal aufhören? Mann, ihr seid ja übel blass, ey. Ihr seht so krank aus. Alter, ist doch nicht wahr. Hau ab. Hier, komm. So, wir müssen... Kein Deutsch. Wir müssen hier irgendwas machen. Irgendwas Wichtiges. Ja, was denn? Was sollen wir denn hier machen? Da oben ist ja so ein Schalter natürlich. So. Ja, und jetzt? Kann der Tony Stark da hoch. Okay. Ja, aber wie kriegen wir das Ding da abgeschaltet? Problem gefunden. Ah. Och, Alter, hör auf! Könnte ich einfach zerstören. Aber leider bist du ja einer der Guten und... Okay, jetzt funktioniert dieser Ventilator nicht mehr. Also dieser windbetriebene Aufzug, sozusagen. Kann ich mich auch mal bewegen, bitte? Sonst... Wieso spiele ich gerade Iron Man? Egal. Iron Man ist Iron Man und Jarvis ist Jarvis. So ist das eben. Das Leben.
der Superhelden. So. Dann sammeln wir mal ganz viele Stats. Machen das Ding auf. Machen die Tür auf und verlieren Stats. Da muss wohl der Captain America ran, wenn der hier kein. Oh, Alter, es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Edis. Mann. Du sollst dich da festhalten. Nochmal. So. Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Hulk kann einen guten Griff ziehen. Aha, da haben wir auch schon was für den Hulk. Das werden wir aber, glaube ich, nicht machen. Weil ich werde nicht 100% machen. Das ist ja jetzt so schlimm. Egal. Ja, das ist wieder was für den Iron Man. So, bam. Kaputt. Da muss wieder mal der Captain America ran. So, wo müssen wir das denn hinlenken? Dahin, ne? Natürlich. So, das erste Ding, das zweite. Yay! So. Dann auf, dann durch. Und dann. What the fuck? Mann. Ey, das ist so nicht wahr. So normal. So. Tschüss. So, als erstes machen wir diese Strahlenkanone kaputt. Auch wenn sie so nicht heißt, aber ich nenne sie Strahlenkanone. Ja, und da links ist wieder der Jarvis. Oh mein Gott, der ist ja auf beiden Seiten hier. Er stalkt uns weiter. Ist so nicht wahr. So, erstmal alle Stats einsammeln. Es hängen dich doch mal. Häng dich doch mal da dran. Da. Und der Captain America da. Dann können wir auch weiter. Geh auf. Es tut mir leid, Sir. Meine Systeme werden gerade übersteuert. Wow, das ist ziemlich cool. Keine Zeit dafür. Nicht so cool wie du denkst, Iron Man, aber wenn es hier so cool erscheint, dann habe ich nichts einzuwenden. Der arme Jarvis. Er wird übernommen, aber stalkt uns die ganze Zeit. So ist das. Okay. Alter, nervst. So, das ist ein Schildschalter. Den aktivieren wir mal. Und rennen mal dahin. Sehr gut. So, dann da drauf zielen. Dann sollte es das gewesen sein. Jarvis ist wieder auf unserer Seite. Das System teilweise wiederhergestellt. Fordere sofortige Bereitstellung des Mark 42 Anzugs an. Zeig mich die Schale sogar. Na dann los. Aha. Versuch mal mit deinem Laser da eine Form rauszuschneiden. Ist ja cool. Und er hat sogar eine neue Fähigkeit. Er kann nämlich er hat jetzt, glaube ich, einen Laser, mit dem er eine Form rausschneidet. Was? Aha. Ach so. Jetzt können wir nämlich einen Laser schießen und dadurch eine Form rausschneiden. Also durch goldene Wände. Das finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Soll ich da hoch? Ja. Soll ich. Parkreaktorlagerzugang gewährt.
Es tut mir unaufrichtig leid, aber ich benötige dringend eine starke Kraftquelle, die wenig kostet. Nun, du stiehlst von den Besten. Das ist nicht das Einzige, wobei wir uns bedient haben. Wo willst du hin? Trau nie einem Halbgott. Zeit euch sogenannten Avengers eine Lektion zu erteilen. Genug, Clementine. Ich hab dich extra. Ich übernehme. Sag mal, sind das das, was ich denke, oder? Nein, das ist nicht. Kommt mal her. So, dann kriegst du ihn in die Fresse. So, dann kriegst du auch eine in die Fresse. Und dann wieder fighten. So. Schön aufräumen. Hier kann man auch übel viele Stats kriegen. Das finde ich auch sehr nett. So, dann halten wir mal Ausschau nach sehr vielen Stats. Also nach sehr vielen Steinen. Gibt es nach wie vor nur im Märchen. Das denkst ja auch nur du. So, hier können wir speichern. So. Alter, du nervst. Du kannst doch gar nichts. Wir wollen den True Believer. Ich will True Believer. So, dann können wir ja weitermachen. Ach, das ist mir zu anstrengend hier. Wieso fliegst du hier überhaupt wie ein Verrückter rum? Ja. Steine einsammeln, zerstören. So. Schön aufräumen. Kann ich auch euch mit meinem Laser fertig machen? Ja, es geht schneller. Oder auch nicht. Wie viele wollen denn noch kommen? Oder besser gesagt, wie viele willst du noch schicken? Ach, da drüben ist er. Doch nicht. Komm her, Mann. Dein letztes Leben. Haha. Und schon ist er tot. Wie könnt ihr meine Vision für die Menschheit erahnen? Jetzt werde ich eure eigenen Waffen gegen euch richten. Schnappt sie euch. Ach, Mensch. Was machst du denn in der Luft? Ja. Der kann dann alles, was halb kann? Ja. Iron Mans, oder besser gesagt Tony Starks Antwort ist nur ja. Statt dass der mal was. Und die sagt jetzt ja, nein. Ja. Du, Stats. Piss dich. Komm schon. Wir werden es doch noch in diesem Part zum True Believer schaffen, oder nicht? Wir wissen es nicht. Alter, ist doch nicht wahr. Was? Ich bin tot? Kann nicht sein. Ja. So. Mach mal Fernkampf. Ja.
Soll ich ihn mit meinem Strahl attackieren oder? Ja, soll ich. Oder soll ich. Ach, hier kommen Raketen. Auf eine Raketenballern ist doch viel angenehmer, oder? Ach, Alter, ich mach das jetzt lieber aus der Luft hier. Guck hier an, da kommen ja noch mehr Iron Mans zum Vorschein. Hallo. Oder wir machen es eben auf die Weise. Hä, wo bin ich denn? Hä? Ach da! Da bin ich. Zu viel beschäftigt mit den ganzen Ironmans. Zerstört die ganzen Ironman-Doppelgänger. Das ist doch nicht wahr. Ja, ich bin eben zu schnell. Wirst du wohl aufhören? Mach ich's eben so. Mann, wann bist du denn endlich down? Das gibt's doch nicht. Ach, ich soll da was bauen, deswegen. Ich hab mich schon gewundert. Jetzt aber schnell! Na, ja, ist so. Hä? Ja, was jetzt? Was kann ich damit machen? Hallo? Oder soll ich den Schildschalter? Ja, ein Schildschalter. Ist doch nicht wahr. So, und jetzt kriegst du ein paar aufs Maul. Boah. You are dead. Achso, ich soll da... Ah, okay. Jetzt willst du sterben. Ja. Tja. Na, magst du meinen Anzug? Ich habe eine Schwäche für Oldies. Wie kommt es, dass mein Turm nie verschont bleibt? Tja, weil er eben zu mächtig ist. Weil er ein gutes Sicherheitssystem besitzt. So, dann will ich auch sagen, ich bin in dem Part für heute. Wir sehen uns zum nächsten. Bis dann, ciao.